Hallo meine Lieben und damit ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Ja, heute testen wir, wie ihr im Titel vielleicht gesehen habt, Lucky Charms. Ich habe mir nämlich heute gegönnt, weil ich habe die so oft irgendwie gehört, dass sie so gut sind und so, und das wurde mir immer empfohlen. Und jetzt habe ich die mir zum ersten Mal im Leben gegönnt und jetzt werden wir Live-Camera-Bericht, ne, machen. Ja, und jetzt machen wir das Ganze genau auf, ne? Erstmal Probleme beim Anmachen, ne? Also ich sehe schon mal die ganzen cute kleinen Teile da drin und irgendwie, ja, sieht's cute aus. Oh, hab's. ja, perfekt. Offen. Und jetzt testen wir das, ne? Wir holen uns jetzt ein Teil raus. Das ist voll der süße kleine Regenbogen. Wir probieren den jetzt einmal, ne? Zucker. Das schmeckt nach Marshmallow. Also wir probieren jetzt so ein braunes Teilchen. Sowas. Ich weiß, wonach das schmeckt. Das schmeckt halt original nach diesen Smacks. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Okay. Ja, das schmeckt halt original danach. Und ich meine, es schmeckt halt besser. Antiken. Aber das schmeckt auf jeden Fall geiler, weil es als Marshmallow schmeckt, ne? Voll geil. Ja, das waren die Lucky Charms. Also sie schmecken okay, aber was ich finde, sind, dass 10 Euro etwas zu überteuert sind, für das, dass es einfach nur Smacks und Marshmallow besteht. Also ich würde einfach in Zukunft einfach mehr so Cinnamons oder was auch immer holen und dann halt Marshmallows dazu geben. Kommt mir billiger. Ja. Was mit diesem Video? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für mehr Produkttests schaut gerne diesen Abo-Button da unten an, ne, und klickt drauf und lasst ein Like da und eine Bewertung, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt eure Kritik in die Kommentare. Mich freut es immer wieder zu sehen, was ich verbessern kann.